Moin, meine Freunde, gestern war ja eine reinste Katastrophe. Boah, das war echt ein dickes F, Wenn wir Pech haben, kostet das sogar uns die komplette Woche. Dann werden wir absteigen, aber dann ist das so. Dann haben wir zumindest wieder ein Ziel zum Aufsteigen. Heute werden wir uns deswegen gar keinen Stress machen, wir haben ja eh keine Tokens mehr. Gehen ganz entspannt rein, locker flockig, der Beste hat 16 gemacht, mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, Babys am Start. Eigentlich nur gute Truppen. Also eigentlich nur sehr, sehr gute Truppen. Rockets fehlen, sonst chillig. Ich könnte mir vorstellen, dass Infernos dabei sind. Oha. Das sind zwar 4 Stück. Aber gut investiert. Oh. Okay. Die Nachricht kam jetzt gut. Und ich predikte, der Inferno geht auf den, Packer, ne, geht da nicht Glück gehabt. Ich bin den hinteren Bomber, der stirbt eh, dann spielen wir den linken Bomber. Boah, naja, schwierig. Komm bitte, lass irgendwie was nachkommen, was den kaputt macht. Schade. Wir nehmen Packer. Bombmanner. Also hier würde ich mich eigentlich in 2 Swaps sehen, um auf der zweiten Stage 2 Bombminer zu spielen. Das habe ich nämlich schon fast fertig. Geil, wenn der nicht auf den Packer geht. Obwohl... Nein, Digga. Obwohl... Ah, nee, der Bomber reicht nicht. Bombminer. Ich bin am Überlegen, soll ich echt... Ja, komm. Alles blockt ein Inferno. Wenn da ein Bless drauf ist, meine ich. Infernus gehen wir so hardcore auf den Sender, ne? Ich spiele einzelne Truppen. Ich spiele das so. Ich spiele mir zuerst die beiden Bombmanner links, die stehen gut. Wir nehmen. Boah, jetzt sind Bombmanner. Jetzt haben wir. Wenn wir jetzt nochmal Bombmanner nehmen, haben wir zu viele, glaube ich, oder? Wobei 6 Prinzen ist halt Arschritze und. Magier auch, ja komm. Mach ich so. So, Prinzen bringen noch nichts. Den hier. So, jetzt würde ich, Hacker, vorne 2 Bombenmeiner, ja. Doch, das ist okay, ja. Die Baby spielen, weil der so oder so stirbt. Swappies. Oder nee, in der Mitte wieder 2. In der Mitte wieder 2, dann habe ich's. Wieso nein? Hä, was war denn jetzt verkehrt? Das war sehr geil, fand ich. Ich würde Bomber nehmen, muss ich sagen. Ich fühle die Bomber mehr als die Magier. Und ich finde, die Bomber stehen auch ganz nice eigentlich. Aber langsam müssen wir gleich einen Packer ausspielen, weil sonst habe ich gleich so einen Packer-Overkill. Ja, ich denke, ich nehme sogar weiter Bless. Bisher rettet Bless uns halt den Hintern. Ich spiele 2 Magier. So. Ja, ja klar, einer reicht und das sind 3. Lull. Aber jetzt müssen wir gleich echt gucken, dass wir mal Packer gespielt kriegen, weil, so ist doof. Ich glaube, das ist jetzt schwierig. Babys sind halt auch extrem smart. Wir spielen jetzt die Bomber und haben so schon Packer-Overkill. Ich nehme jetzt mal die Babys. So, die Bomber stehen halt echt geil. Ich spiele jetzt einen Bombenmanner. Blesse. Digga, wann willst du die denn sonst spielen? Besser als in dieser Stage können die gar nicht stehen. Ja, dann müssen wir jetzt die Packer spielen. Oder ein Baby Dragon, hoffen, dass noch ein Packer kommt. Wenn wir Glück haben, kommt links ein Baby, dann haben wir die Hütten kaputt. Doch, ich habe eine Idee. Ich swappe doch einmal und swap den einen dazu, dann spiele ich die hinteren, dann sind die Blesses nicht gewastet und mit Glück kriege ich 2 von 3 Duels. Natürlich nicht. Natürlich kriege ich keine 2 von 3 Duels, das war ja klar. Aber trotzdem gut. Boah, hoffentlich kommt jetzt ein Bomber danach, dass wir eine Bomber-Kombi haben. Haben wir sogar quasi. Ah, haben wir. Ja, ja. Ist egal. Passiert. Dadurch, dass der geheilt ist, hält er ja gleich nochmal ein Inferno aus. Ich würde trotzdem noch Bless nehmen.
Das ist gerade einfach wichtiger als Loks. Ja, Bombenminer denke ich auch. Warum überlege ich überhaupt so lange? Ich überlege gerade, wie wir den kaputt kriegen. Wie viel hat er noch? 182. Dann spiele ich den einfach geschargten. Ja, komm, wir riskieren's. Oh, Glück gehabt. Es bringt eigentlich nichts, da noch mehr Bombenminer zu haben. Oh, das war ja dumm. Oh, Digga, gefettfingert. Oh, Digga. Oh, Herzinfarkt. War alles geplant. Ein bisschen sehr voreilig. Lost. Ja, Bombenminer, aber gleich haben wir nur noch Bombenminer irgendwie. Jetzt würde ich mit dem Baby Dragon die Hütte öffnen. Jetzt reicht ein Bomber. Boing. Ja, die hätte direkt alle spielen können. Digga, scheiß drauf. Das sind Kleinigkeiten, das passiert halt mal. Ich nehme auch wieder welche. Spiel alle Bombenminer. Ach echt? Ich dachte, die Bomber waren gut. Kappa. Passt schon. Habe ich die Stage zumindest clear. Wenn ich jetzt Bombenminer nehme, habe ich wieder Bombenminer Overkill. Ja, mache ich auch. Ja, jetzt aber Babys oder Prinzen. Naja, Prinzen würde ich nicht machen. Die Stage kriegen wir ohnehin. Wir spielen jetzt den rechten Baby, damit die Hütte kaputt geht. In so einer Kombi. Ja, was willst du machen? Ja, den einen Baby könnte ich healen, mache ich auch. Bringt Heal jetzt noch viel? Ist die Frage, ob wir uns noch gerettet kriegen oder nicht. Oder ob jetzt Logis sinnvoll sind zum Beenden. Ja, okay. Ich glaube, ich hätte auch... Ja, Bombenminer. Ich glaube, wir spielen erst hinten drei Bombenminer. Gehen dann rein. Warum? Okay. Jetzt muss ich die Babys aber alle healen. Jetzt die vier Bombenminer. Es macht keinen Sinn, die Babys zu spielen. Wir müssen erst die vier Bombenminer spielen, sonst haben wir die Infernus noch 8 Runden. Das ist sogar ganz geil. Wir haben da, wo wir den einen Inferno noch haben, 4 Babys. Das ist gut. Swappies. Eigentlich unrelevant. Ein, ja, wir spielen, müssen halt eh einen spielen. Einen Bäcker nach rechts swappen und den spielen. Hier glaube ich tatsächlich, dass wir Babys nehmen müssen. Jetzt müssen wir Lock nehmen. Wir haben noch 4x Bless, das reicht. Falls der Plan nicht aufgeht, dann müssen wir sowieso Lock nehmen. Für die Goblins. Plan geht aber auf. Ah ne, der denkende Psy, Digga. Einfach der denkende heute. Aber mal ganz clean gespielt. Aber mal ganz super clean. So, 10er Babys und dann endet die Reise auch. So. Zack, zack. Dann nehmen wir noch die Kanonen mit. Kurz gucken. Dann nehmen wir so noch die Luftabwehr mit. Und mehr können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. 11 ist doch geil.
11 ist geil. Ich bin zufrieden. Ich bin völlig zufrieden, weil es eine super cleane Runde war und uns die Bless-Zauber einfach komplett gecarried haben. Wenn ich absteige, habe ich es absolut verdient. Ist auch völlig in Ordnung. Absolut zu Recht dann. Ist völlig gut. Dadurch, dafür, dass ich gestern immer rausgegangen bin und sowas, habe ich es verdient. Also alles gut. War eine super cleane und geile Runde. Die hat Bock gemacht. Ja, meine Freunde, da hat uns der Bless-Zauber einfach mal gecarried. War übelst geil. Hat mega Bock gemacht heute. Super clean und ruhig gespielt. Ergebnis 11 ist super, ist in Ordnung. Ich bin gerade 19. Mein Gott, wenn ich absteige, wie gesagt. Ist komplett verdient. Alles gut. Wir sehen uns morgen. Haut rein, meine Freunde. Macht's gut. Bye, bye. Euer Psy.